3, So, da mal schauen, ob 2, der Random Run hier was 1. wird. Oh, er hat sogar den Key eingeschmissen. Ich bin ja, da bin ich ja schon mal stolz auf die Randoms, wenn das klappt zumindest. Ach ja. Ist denn das? Das ist jetzt ein 14er Bohnensteig und wir haben hier ne Bolstering. Bin jetzt nicht so ganz gleichmäßig runtergegangen. Jetzt ist die Frage, wo ist die Tür offen? Ihr wollt es da halt alles zu, das ist immer die Kacke. Na, jetzt müssen wir weiter. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles an Trash machen können. Ist hier irgendwo die Türe offen? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Fuck, hier sind die Türen zu. Ja, das ist jetzt also ungünstig ist noch nett gesagt. Wir müssen ihn schnell töten. Wenn er nochmal voidet, dann wird's eng. Ja, den hätten wir mal lieber nach unten gezogen. Das ist natürlich die beschissenste Tür, die passieren kann. Tatsächlich. Weil hier addest du immer alles. Also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Ah, hier glaube ich, kann ich mein Trinket nicht ziehen. Man könnte da jetzt runterspringen, aber das. Nee, komm, ich lass meinen Sprint. Ja, zum Glück hat keiner was geedit, ne? Das passiert nämlich hier öfter tatsächlich. Okay, wir haben doch. Die werden wir jetzt halt hochstacken ohne Ende. Das Schweinchen haben wir auch noch. Na, wunderbar. Wenigstens macht die Gruppe die Mobs gleichmäßig. Also, ich war vorhin mit einer anderen Gruppe. Die haben hier lustige Sachen fabriziert, tatsächlich. Okay. Ich glaube, ganz am Anfang haben die ja mal alle hier gebolstert, aber das ist zum Glück jetzt mittlerweile nicht mehr so. Also auch diese ganzen kleinen Viecher, ne? Also da hat ja Blizzard tatsächlich einiges gemacht. Aber so der RE-Schaden ist jetzt nicht so krass, muss ich ehrlich sagen, von denen. Hatten der Heiler, naja. Bisschen Mana hat er noch, hä?
Ah, shit, da drin hast du jetzt einiges, was hochgehen wird. Wobei, der DH dreht jetzt schon auf, ne? Da kann man jetzt nichts sagen. Aber sie machen die Orbs. Also, gut, aber wir haben halt auch DH, Hunter und Worry. Das ist eigentlich ideal für die Orbs. Oh, der ist aber ordentlich gebufft. Gut, die hätte ich jetzt auch noch rausziehen können, aber die können wir eigentlich jetzt hier spielen. Alter, ich kann ihn nicht inter... Diese ganze Kacke, die hier rumsteht, das ist so ätzend. Na gut, das sind drei Non-Elite. Die hätte man jetzt auch mit den anderen zusammenpullen können, wenn man ehrlich ist. Aber ich spiele jetzt einigermaßen safe hier. Man muss ja jetzt nichts boostern. Die dürften sich ja nicht boostern, oder? Nö, aber der Schaden passt. Also, da kannst du nichts sagen. Jetzt muss man halt mal gucken, was Single-Target kommt. Gut, vielleicht sollte ich mich nicht von dem AE treffen lassen. 3, 2, Ich hasse den Boss hier so ein bisschen, weil das Problem ist, du darfst halt hier echt keinen Millimeter von dem Boss weglaufen, weil sonst wären die Milis halt verdroschen. Also das Tank hast du hier mit Abstand am beschissensten, finde ich, weil du musst aus dem Zeug natürlich am besten rauslaufen. Aber wenn ich einen Ticken zu weit hintergehe, hat sofort irgendwer anders Aggro. Also der hat nicht so eine große Toleranz. Also die Hitbox, dass du ihn triffst, ist zwar relativ groß, aber wenn ich jetzt hier hintergehe, dann hittet er schon wen anders. Und wenn da vorne der Slow ist, dann ist das teilweise echt ätzend. Deswegen mag ich den tatsächlich nicht so. Manchmal muss ich mich lieber treffen lassen, als dass ich hintergehe. Sonst ist halt Rip-Melee... Wenn so einen, ja, weiß ich nicht, so einen Boss, was ist das jetzt, 14er Stufe, einen Melee auf Tyrannisch hittet, dann kann es relativ schnell quasi vorbei sein für den Melee. Na gut, da werden wir was abkriegen, oder? Na gut, das war jetzt... Und hier dieser ganze Slow-Shit, ne, das ist halt... Na, mal schauen, aber das könnten wir in Time eigentlich hinkriegen hier. Ja gut, da hätten wir jetzt wesentlich mehr Hunde pullen können, aber... Ich weiß jetzt halt auch nicht genau, ob die Hunde hochbolstern oder wie das genau aussieht. Da bin ich tatsächlich ehrlich gesagt überfragt. Aber es ist lieber mal einigermaßen safe. Boosting-Wochen sind halt immer schwierig. Da muss ich ehrlich sagen, gehe ich auch nicht genug M+, dass ich genau weiß, welcher Mob mit welchem hochbolstert. Einige sind rausgenommen. Ich könnte sogar sein, dass die Hunde nicht mal bolstern, ne? Aber who knows? Warte ich noch auf die Putt. Ja, ich weiß schon, dass
Ja, doch, die boostern. Okay, war gut, die rauszupullen. Aber das kann dann auch schnell mal schief gehen. Jetzt werden wir die Hexe. Hütet euch. Die ist halt jetzt ordentlich hochgebufft. Erstmal schön hier ein Vierer-Buff. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem irgendwas skippen könnten. Hütet euch. Werde jetzt einen Buff drauf. Hütet euch. Ja, jetzt wird er halt. Bisschen Platz schaffen hier. Bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht Dingschaden ist. Erlittener Schaden. Oh fuck it. Jetzt komme ich nicht mehr rechtzeitig raus hier. Ob das Melee Damage ist. Naja, muss ich mal so nachgucken. Hütet Okay, euch. also die machen das diesmal richtig, dass das rauspullen. Die kleinen Hunde. Ich tank den da einfach. Was ist dann Bolster der nicht hoch? Ja, perfekt. Der Hunter macht das gut. So müssen sie es jedes Mal machen. Seht ihr, die töten die da hinten. Und dann kannst du ganz bequem den Boss oder hier den Mini-Boss machen, weil wenn der hochbossert, der haut so ein Damage raus. Hütet euch. Der natzt richtig rein hier. Das willst du am besten nicht. Hütet euch. Der ist halt auch dann ein Hardhitter-Boss, ne? Im Tyrannic, der hier. Aber gut, was soll's. 3, 2, 1. Jetzt muss ich mal schauen, wie lange ich ihn tanken kann, bevor ich hier ihn ins Feuer ziehe. Also ich denke mal, ohne HT werde ich ihn nicht durchtanken können. Oder schauen wir mal. Da muss ich dann halt rausgehen. Also auf 20 lasse ich ihn auf jeden Fall mal stacken. Und sollte ich jetzt zu weit runtergehen. Ja, noch geht das. Vielleicht tue ich ihn einmal resetten zwischendrin. Ja, gut, ich resette ihn jetzt einmal. Einmal auf Sicherheit. Wahrscheinlich wäre es auch gegangen, ne? Aber naja, man muss es ja nicht unbedingt jetzt hier forcen. Dann hätte ich wahrscheinlich am Ende noch Dev-CDs ziehen müssen. Von dem her machen wir es lieber so. Ist entspannter. Hast du zwar einmal den AE-Schaden, ne? Aber egal. Ah, weil er zimmert dann halt schon rein. Okay.
Perfekt, so, jetzt kommt der ätzende Teil hier. Tatsächlich sind da hinten. Na, natürlich ist da nicht offen. Müssen wir hier durch. Hier ist dann nämlich so eine Patt, deswegen pulle ich die ein bisschen raus. Das ist nämlich immer ein bisschen ätzend hier. In engen Räumen ist das mit dem Trinket echt noch ein bisschen kacke. Ich habe immer die Angst. Fuck, jetzt ist der natürlich hier reingespawnt noch. Und wir haben noch eine Hexe. Also irgendwie, das mit diesen Hexen-Spawns, muss ich ehrlich gestehen, ich habe es bis jetzt noch nicht geblickt. Wir stehen die ganze Zeit hier, ne? Keine Ahnung, wie, was, warum der da reinspawnt. Wie viel haben wir denn? 72%. Ja, wir hätten den einen auch zum Skippen nehmen können, tatsächlich. Also die Putt ist down. Jetzt hast du die Putt noch. Und was haben wir jetzt noch? Na gut, unten haben wir dann zwar noch die kleinen. Ich denke mal, wir kommen easy hin. Lieber noch ein Stückchen weg, bevor wir adden. Okay, er hat schon eine Trap gelegt. Alles easy. Da ist, glaube ich, noch irgendwo eine Dings, ne? Eine Hexe. Hat die Hexe noch reingespawnt? Ja, gut. Da hat die. Dings hat getauntet, ne? Das Hunter-Pad. Okay, er tauntet wieder. Wir müssen halt. Ah, fuck, wir müssen nach oben. Fuck it. Ja gut, wir machen viel zu viel Trash gerade. Aber das ist halt auch übelst unlucky jetzt. Das ist richtig unlucky. Okay, fuck. Jetzt wird's unlustig. Na, Kerze, jetzt müssen wir weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich boostern. Hier ist auch noch, hier ist eine Kerze und geboostet sind sie jetzt auch. Alter, da hinten sind mehrere Kugeln, die gleich hochgehen. Wir haben halt viel zu viel Trash gemacht jetzt. Alter, die haben Buffs ohne Ende. Aber das Hunter-Pad, muss man sagen, ist echt strong, ne? Also unten können wir dann auf jeden Fall alles skippen.
Weiß gar nicht, ob die boostern. Aber die Maden dürften eigentlich nicht boostern. Oder? Fuck, die boostern halt. Warum tun die denn boostern und die anderen nicht? Ja, okay. Er will halt die Ads clearen, hier schreibt er. Boss ist annoying. Wir haben jetzt halt schon 93%. Alter, dieses Low, der kommt immer dann, wenn man nicht brauchen kann. Der ist halt richtig ätzend, der Boss. Das ist aber mit Abstand der ätzendste. Also hier in der Instanz. Na komm, ich zieh jetzt Inka hier einfach. Alter, jetzt muss das halt hier wieder raufspawnen, das Feld. Muss man noch ein bisschen Damage bringen hier. Ja, aber das sollte passen. Ich muss immer dran denken, dass ich jump, ne? Wegen dem einen Debuff da. Ich kann mir den ja selber runternehmen. So, mittlerweile haben die das ja gepatcht, ne? Dass du die in jeder Gestalt auch den, dass du Cursing benutzen kannst. Und das muss ich öfter mal machen. Aber ich habe mir das halt nicht gebindet. Ja, sollte ich vielleicht mal machen. Und halt drüben den Obelisk nehmen und dann ganz nah unten. Ja, halt viel zu viel Trash gemacht. Ich bin gerade überlegen, ja, wo hätten wir... Wir hätten oben mit dem Blub skippen müssen. Also wir sind wahrscheinlich dann bei 120% am Ende. Ach, 90% haben wir halt schon. Hey, warum ist die Tür nicht offen? Ich kann... Kannst du die Tür jetzt in der Phase nicht aufmachen? Lol. Hä? Jetzt sag mir nicht, dass du die Tür nicht aufmachen kannst. Wir müssen halt den anderen Weg nehmen, oder was? Oh, lol. Können wir die Tür auch nicht aufmachen?
Ja, das ist halt jetzt echt beschissen. Ja, der hat schon mal geedit. Ja gut, die wollen jetzt hier Mars Rats machen. Die Spinne können wir mit dem Endboss machen, das geht schon. Ach, okay, hätte ich das mal vorher gewusst, dass du die Türe aufmachen musst. Sonst geht das halt nicht. Also das ist halt richtig bitter. Das wusste ich halt nicht, dass du die Türe vorher aufmachen musst, bevor du quasi in diesen Ream gehst, weil du dann die Tür nicht mehr aufmachen kannst. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das so intended ist von Blizzard, aber ich würde fast behaupten, dass das halt, also wahrscheinlich nicht so intended ist. Beziehungsweise, wenn es intended ist, dann ist es schlechtes Design, muss ich ehrlich sagen. Na gut, komm, geh mal von den Kerzen weg hier. Three, two, one. Wie lange haben wir denn noch HT? 4 Minuten, okay. 3, 2, 1. Hütet euch. Ja, wir müssen da ein bisschen mehr auseinander gehen. 3, 2, 1. 2, 1. Na naja, gut, wir haben jetzt nur 11 Minuten. Eigentlich sollten wir das packen. Wir haben halt viel zu viel Trash gemacht, tatsächlich. Bucket. Na ja, gut, die kommen gar nicht so schnell runter, wie ich dachte. Hat sie denn noch nicht so viel? Okay. Three, two, one. Three, two, one. Three, two, one. So, dann haben wir jetzt noch zwei. Okay, wir haben den. Was, das ist ja der Spinnenboss, ne? War das? Nee, lass sie killen. Hier ist der Death Run sinnlos. Wie ist das möglich? Meine Vorfahren.
dann nur 8 Minuten für ein Dings hier. Das dürfte gut klappen. Ah, jetzt muss ich da wieder raus. Also wir haben halt viel zu viel Trash gemacht, ne? Es lag jetzt halt auch daran, dass ich nicht wusste, dass man in dieser Dingsphase keine Tür aufmachen kann. Es ist halt schon mal bitter, dass das halt nicht geht. Also von dem her, ja, haben wir jetzt halt ein bisschen blöden Pfad auch genommen. Ich glaube, man kann auf der Map schauen, welche Tür offen ist. Das habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Jetzt haben wir halt das Ad noch hier, ne? Okay, also dieses Spinnen-Ad, das kannst du ganz easy immer mit dem Boss machen, tatsächlich. Dann hast du auch diese Zusatz-Ads nicht. Ich glaube, du könntest sogar fast noch einen hier dazu ziehen, ohne jetzt in Trouble zu kommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Man hätte das nicht ein 15er sein können, dann hätte ich die Kack-Indie schon mal weg hier. 14er ist halt schön und gut, ne? Für Raider.io mache ich das halt jetzt hier hauptsächlich, aber ja. Ne, eh kein großer Mythic Plus-Laufer. Ich mache das halt fürs Achievement bzw. Heldentat ist es ja und dann jetzt halt auch fürs Mount, ne? Wenn ich einmal die Indie auf 15 habe, dann gehe ich da auch nicht mehr rein, weil dann bringt es ja quasi nichts mehr in dem Sinne. Na komm, hauen wir die Explo noch durch. Kann der kann. Hütet euch. Jetzt, gut, den hat er aber nicht schnell genug weggehauen. Lass das gerade den Heiler machen mit den Ads. Also ich, gut, ich hätte es jetzt eigentlich auch machen können. Letztens hatte ich, also ich bin aber ein gebranntes Kind, ich habe das einmal hier aufgehoben und da ist der Heiler geraged und gelief, weil er das, weiß ich nicht, da ist ein Typ total durchgedreht. Wunderbar, 5 Minuten hatten wir noch, obwohl wir jetzt ewig viel Trash gemacht haben. Oh, was haben wir denn da? Ah, aber ich habe hier einen Sockel drauf, ne? Also Mastery Vielseitigkeit ist gut für mich. Aber Sockel ist natürlich besser, tatsächlich. Was hat er für einen Ring? Der Ring ist gut. Was hat denn der Schrottplatz Mechagon? Gut, das war's mit dem Run. Wir sehen uns beim nächsten Run wieder, wenn ihr wollt. Euer Taylor, bis dann. Ciao.